Und wir begrüßen jetzt dafür Stefan Radke. Stefan war schon 2019 auf den Datenspuren, hat dort mit Software-Defined Radio Zugangssysteme für so Eintrittskarten und so auseinandergenommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und heute wird es jetzt darum gehen, wie man vertrauliches Chatten gestalten kann. Herzlich willkommen. Lieben Dank. Also, die Frage, die mich immer so herumtreibt, ist, wem vertraut man? Wem vertraue ich? Wem vertraust am Ende du? Mal sehen, ob wir das in diesem kleinen Vortrag vielleicht beleuchten können. Dafür möchte ich zuerst mit euch einen kleinen Exkurs in die Kryptographie machen. Wer gestern beim Defi-Hellman-Verschlüsselungsaustausch war, der wird ein paar Sachen hier wiederfinden. Ich versuche es wirklich kurz zu halten. Ich versuche aber auch, möglichst jeden abzuholen, sodass man ungefähr weiß, was die grundlegenden Elemente in der Verschlüsselung halt sind. Deswegen hier der kleine Exkurs. Zunächst, der Hauptaugenmerk auf eine Verschlüsselung ist, möglichst eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinzubekommen. Das ist wirklich fundamental, wenn ich irgendeine private Nachricht austauschen will in unserem heutigen Zeitalter, weil so viele Schritte zwischen den Nachrichtenaustausch inzwischen dazwischen sind, dass man nicht mehr weiß, wann, wer, wo, was abgreifen kann, was mitlesen kann. Und hier ist es wirklich eine geheime Nachrichtenübertragung von A nach B. Und hier halten für dieses Beispiel wieder Bob und Alice her. Wenn Alice eine Nachricht an Bob schicken möchte, kann sie das bildlich dargestellt ihre Nachricht in einen Briefumschlag stecken, den mit einem Schlüssel zuschließen und diesen Briefumschlag auf die Reise schicken. Und jeder, der in der Kette, wo die Nachricht halt durchkommt, ist, solange man den Schlüssel nicht von der Nachricht halt hat, kann man die auch nicht lesen und sich angucken, was da drin ist, wer der Inhalt der Nachricht ist. Und am Ende gelangt sie zu Bob, der auch einen Schlüssel hat, und kann die Nachricht dann halt öffnen und gucken, das ist die Botschaft. Alice hat geschrieben, hallo Bob. Zwei kleine Hinweise noch dahinter. Die Metadaten, nur so am Rande, ja, die Metadaten, wie der Adressat, wer die Nachricht schickt, in welchem Briefkasten sie geworfen wurde, wo die Nachricht hingegangen ist, zu welchem Zeitpunkt sie gegangen ist, die sind nicht zwangsläufig geheim. Die können immer noch öffentlich zur Verfügung stehen. Stell euch eine Postkarte vor, jemand, der euch beobachtet, ich werfe die Postkarte im Briefkasten, sag, ich habe einen Zeitpunkt, wer das war und so, alles frei verfügbar, nur die Nachricht selber ist in dem Fall verschlüsselt. Und ein zweiter Hinweis, wer sich mit der Thematik ein bisschen mehr auseinandersetzen mag, das geht immer so ein bisschen hin und her, ob man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie sicher die sein sollte, wie nicht sicher die sein sollte. Und das hat man so als Begrifflichkeit Crypto-Wars bezeichnet. Regierungen sagen, ja, wir können hier nicht alles wirklich Ende zu Ende wirklich so sicher verschlüsseln, dass keiner mal die Nachrichten sehen kann, weil wir dann nicht mehr Verbrechen bekämpfen können, versus die Datenschützer, die sagen, naja, aber wenn ich in unserer Gesellschaft leben will, dann muss auch die Möglichkeit bestehen, vertrauliche Nachrichten zu senden. Und da geht das immer hin und her. Letztes Jahr hat die EU gesagt, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist abgelöst, brauchen wir nicht mehr, so wollen wir nicht mehr. Und dann kamen die Datenschützer und jetzt gehen die Klagewellen wieder durch. Und wir sind jetzt momentan bei den CryptoWars 3.0 und ich bin gespannt, wie die vierte Runde ausgeht. Wird bestimmt auch noch ein bisschen hin und her gehen, das kann man dort in dem Weblink nachlesen. Möchte ich hier nicht im Detail drauf eingehen. Der erste Teil, eine symmetrische Verschlüsselung, das heißt, dass beide Parteien denselben Schlüssel haben. Der ist komplett identisch, sieht genauso aus. In dem Fall so ein kleiner blauer Schlüssel hier mal zu sehen. Das tun wir mal kurz zur Seite, weil ich immer damals Schwierigkeiten hatte, mit solchen abstrakten Bildern umgehen zu können, weil ich mich immer die ganze Zeit gefragt habe, was steckt denn wirklich dahinter? Wie sieht denn da so in einer E-Mail-Verschlüsselung, wie kann ich mir das vorstellen, wie so ein Schlüssel aussieht? Deswegen einfach mal ein Beispiel. Und für die symmetrische Verschlüsselung habe ich mir das Beispiel rausgesucht, das ist abstrakt wieder gesehen, weil es einfach ist, eine XOR-Verschlüsselung. Ja? Nehmen wir an, Alice wollte die Nachricht OH an Bob schicken. OH ist hier als Binärzahlenkombination einfach jeder Buchstabe OH, ASCII, Binärzeichen so dargestellt. Das ist das O, das ist H und wie hier mal das A.
Und die haben den geheimen Schlüssel, beide den gleichen, der ist PST, also PST. Und XOR ist, glaube ich, brauche ich euch nicht erzählen, wenn ich die beiden Nachrichten verschlüssele, jede 0 und jede 0 ergibt unter der 0 auch wieder eine 0. Und nur sobald die beiden einzelnen Bits halt unterschiedlich sind, kommt als Endergebnis eine 1 raus. Und sie haben dann das raus, das verschlüsselte Wort ausgerechnet, was ich hier als Kauderwelsch bezeichne mit KW. Diese Nachricht, der Kauderwelsch, wird an Bob übertragen. Kann man nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, sind irgendwelche Steuerzeichen, wenn ich in den ESCII-Tabelle reingucken würde. Und kann der Bob wieder mit seinem komplett identischen Schlüssel, der auch PST ist, wieder entschlüsseln mit einer einfachen XOR-Verknüpfung. Und am Ende kommt die Originalnachricht wieder raus. Oha. Nur, dass ihr so gedanklich versucht zu verstehen, dass dort halt eigentlich mit Zahlen gearbeitet wird. Und in dem Fall haben Bob und Alice wirklich diesen identischen orangefarbenen Schlüssel hier, um die Nachricht zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Das ist halt als Begrifflichkeit, wird das unter der symmetrischen Verschlüsselung gesehen. Asymmetrische Verschlüsselung, könnt ihr vielleicht euch auch denken, oder gab es auch gestern schon im Vortrag, es werden für die Verschlüsselung und die Entschlüsselung zwei verschiedene Schlüssel verwendet. Und da habe ich mich damals wirklich gefragt, wie geht denn das so mathematisch, hä? Und um euch das auch nochmal kurz zu zeigen, wieder als Beispiel hier die RSA-Verschlüsselung. Ist ein kleines bisschen komplexer. Ich brauche zunächst zwei kleine Primzahlen, P und Q. Und aus diesen beiden wird ein Produkt berechnet, in dem Fall 47 mal 59, kommt 2773 raus. Da muss ich die Eulersche Phi-Funktion davon bestimmen. Das ist hier als Formel mal gegeben, immer von P und Q 1 abziehen, die zusammen multiplizieren. Am Ende kommt 2668 raus. Dann muss ich mir eine teilerfremde Zahl suchen zu der Eulerschen Phi-Funktion, die genau, wobei diese Zahl mit meiner ausgedachten Zahl der größte gemeinsame Teiler mal 1 ist, sonst klappt am Ende die Rechnung nicht. 17 passt eigentlich ganz gut. Das heißt, hier habe ich meinen ersten Schlüssel bestimmt, die 17. Jetzt berechne ich noch den zweiten Schlüssel dazu. Das mache ich nach der Formel, indem ich wieder von P und Q jeweils 1 abziehe, 1 addiere, durch meine ausgedachte teilerfremde Zahl dividiere. In dem Fall hier mal aufgelistet und es kommt 157 raus. Das heißt, ich habe jetzt zwei Schlüssel, einmal den öffentlichen Schlüssel, den allerersten hier, die 17 und ich brauche natürlich noch diesen Zahlenraum, in dem ich eigentlich wirklich hantiere, die 2773, wie sie hier oben steht. Und meinen privaten Schlüssel, der besteht eigentlich aus den zwei Primzahlen und diesem berechneten D. Und die Verschlüsselung passiert nach zwei Formeln. Wenn ich eine Nachricht habe, eine Message, meine Nachricht, muss ich die mit meinem privaten Schlüssel oder öffentlichen Schlüssel potenzieren, mit dem öffentlichen Schlüssel potenzieren und Modulo rechnen, um meinen Kauderwelsch auszurechnen. Und genauso geht das rückwärts, wenn ich das Kauderwelsch mit D potenziere und Modulo der Multiplikation der zwei Primzahlen rechne, bekomme ich wieder meine Original-Message raus. So, Beispiel. Wenn Alice die Nachricht gerne O übertragen möchte, habe ich mir jetzt einfach mal festgelegt, O ist der 15. Buchstabe im Alphabet, das H der 8. Buchstabe, könnte ich mit meinem öffentlichen Schlüssel, die Nachricht geht ja eigentlich an Bob wieder zurück, Bob schickt den öffentlichen Schlüssel an alle, die ihm gerne verschlüsselte Nachrichten zusenden möchten. Das heißt, Alice hat den öffentlichen Schlüssel von Bob und kann die Nachricht verschlüsseln, indem Alice die Formel ausführt. Also 1508 hoch 17 modulo 2773 ist dann das neue übertragene geheime Wort, was Kauderwelsch ist. So. Ich probiere es mal aus mit dem Taschenrechner. 1508
hoch 17. Schon eine riesengroße Zahl. Ich rechne jetzt nicht wie gestern mit den Restkörpern herum. Das könnte ich gleich im Modulo rechnen, um mir diese Zahlen rum schon währenddessen zu vereinfachen. Und Modulo 2773 ist genau dieser Kauderwelsch hier, den ich übertrage, die 2059. Und die Rückrechnung, diesmal nicht mit meinem öffentlichen Schlüssel, sondern mit dem privaten Schlüssel hier, mit dem hier. Das Kauderwelsch-Wort mit dem Schlüssel 2059 hoch 157, Modulo Zahlenraum. Könnt ihr, wenn ihr Lust habt, mal auch im Taschenrechner eingeben, sollte diese Originalnachricht wieder O rauskommen. Und wie ihr hier seht, einfach mit mathematischen Operationen, die ihr in der Schule, im Studium kennengelernt habt, habe ich ein Verfahren, das es mir ermöglicht, mit zwei verschiedenen Zahlen, zwei verschiedenen Schlüsseln, einmal zu verschlüsseln und wieder entzuschlüsseln. Und das ist halt relativ einfach mit dem Taschenrechner auch sogar nachrechenbar. Jetzt, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, und das macht gerade diesen Algorithmus so spannend, diesen öffentlichen Schlüssel gebe ich ja raus. Und ich gebe auch diesen Zahlenraum praktisch raus. Gibt es nicht eine einfache Möglichkeit, dann aus diesen zwei Zahlen diese 157 zu berechnen? Und genau da waren wir gestern auch schon. Das ist dann die Faktorisierung einer Zahl, die relativ teuer ist. Und da es wiederum keinen Beweis gibt, dass das einfach möglich ist, oder ein Gegenbeweis, dass es überhaupt nicht möglich ist, haben sich damals die Leute ausgedacht, um dem Algorithmus ein bisschen zu vertrauen, machen wir so ein RSA-Factoring-Challenge. Geht mal drauf. Und zwar wurden entsprechende RSA-Nummern rausgesucht. Ich drücke mal auf die erste. Sieht dann so aus. RSA-100 ist diese lange Zahl und ist die Multiplikation dieser zwei Primzahlen. Da hat man gefragt, als man diese Zahl hier veröffentlicht, wer findet denn die zwei Primzahlen, mit denen man genau diesen RSA-100-Wert herausrechnen kann. Und das hat tatsächlich, diese Challenge begann relativ zeitig hier im 1991. Und schon am 1. April wurde die erste Zahl hier rausgefunden, die zwei Primzahlen, die diese Multiplikation ergeben. Und wenn man so weiterguckt, das ging halt bis 2007, dann hat diese Challenge geendet und sie ist zwar auch mit einem kleinen Preisgeld hier am Anfang dotiert und es geht noch weiter und es wurden ab und zu noch mal ein paar Zahlen hier rausgefunden, wie die Faktorisierung war. Das B ist dann am Ende, das wurde nicht mehr dotiert, aber es ist rausgefunden und ich glaube, wer Spaß hat, kann mal versuchen, die ist noch nicht veröffentlicht, die Zahl. Wenn da jemand Spaß dran hat, diese zwei Primzahlen rauszubekommen und diese Zahl rauszukriegen, bitteschön. Und so wurde halt so ein Vertrauen in so einen Algorithmus gelegt, weil es bisher keiner geschafft hat, solche Riesenzahlen halt, die zwei Primzahlfaktoren davon rauszufinden. Jetzt ist es, um diese Nachricht für einen Mr. Sniffer, der in der Mitte ist, sicher zu machen, darf der auf gar keinen Fall einfach einen Key berechnen können oder rausbekommen. Manchmal kann der Mr. Sniffer ja diese Originalbotschaft vielleicht auf dem Telefon rausbekommen oder das Endergebnis, was bei Bob angekommen ist und kann auch dies, was übertragen wurde, sehen. Das kann man auf jeden Fall sehen. Manchmal hat man Glück, noch ein, zwei andere Sachen noch mitzuschneiden, wenn man den Funkverkehr mitlauscht oder wie auch immer. Und die Frage ist halt, wie sicher ist denn dann dieser Key? Kann ich den einfach wirklich leicht berechnen oder wird es schwerer? Und beim XOR, was ich am Anfang als Beispiel genommen habe, ist diese Schlüsselberechnung relativ einfach. Wenn ich zum Beispiel eine Zufallszahl würfle und einen geheimen Schlüssel, den ich nicht rausgeben wollte, mit der Zufallszahl XOR verknüpfe, Kauderwelsch hier, dann kann ich einfach wieder die Rückrechnung machen, die zwei Zahlen XOR verknüpfen und habe meinen geheimen Schlüssel, was ich eigentlich gar nicht so einfach freigeben sollte. Witzigerweise wird diese XOR-Verschlüsselung, das ist,
Doch witzig, hatte ich dann, wie schon am Anfang gesagt wurde, war genau das der Ursprung, wie wir zum Beispiel die Schlüssel rausgekriegt haben für so kleine RFID-Karten. Weil genau die haben diese Random-Zahl an die Karte geschickt. Die Karte hat das mit ihrem Schlüssel verschlüsselt und das wieder zurückgeschickt. Und wir konnten ganz einfach durch die einfache XOR-Verknüpfung den Schlüssel auf der Karte bestimmen. Andere Ansätze sind, wenn die Schlüssel relativ klein sind, ich habe das Beispiel jetzt mal genommen, dieses GSM-Netz, was manche noch auf ihren älteren Telefonen verwenden, wenn halt nicht mehr dieses 3G, 4G, 5G oder sowas um dem Handy steht, seid ihr im GSM-Netz und wenn sobald ihr damit telefoniert oder SMS übertragt, wird ein Verschlüsselungsalgorithmus verwendet, der heutzutage nicht mehr so sicher ist, weil die dort existieren relativ einfach findbare Rainbow-Tables, das heißt, zu jeder Nachricht und jeder Schlüsselkombination gibt es das Ergebniswort und ich kann dort einfach nachgucken, wenn ich das eins von beiden habe, was denn mein Originalschlüssel ist und kann die SMS, die er losgeschickt hat, entschlüsseln. Und diese Rainbow-Tabellen haben halt nur diese 1,6 Terabyte Größe, was zu damaligen Zeiten unmöglich war zu speichern. Heute ist es lächerlich, ne? Bei AES oder diversen anderen Algorithmen hofft man eigentlich, dass die Quantencomputer irgendwann so weit sind, dass die das schnell entschlüsseln können, weil ich bei Quantencomputern dieses tolle Phänomen habe, ich kann praktisch die zwei Bitzustände, die 0 und 1, zeitgleich durch die Kette bewegen und habe praktisch alle möglichen Kombinationen in einem Rechenschritt schon fertig. Brauche aber, um das machen zu können, entsprechende logische, wird es als Qubits bezeichnet, logische Gatteräquivalente auf Quantencomputerebene. Für AES-128 haben Wissenschaftler herausgefunden, brauche ich ungefähr 3000 logical Qubits und für AES-256 halt ungefähr halt 6700. Und gucken wir mal, wo wir stehen. Das ist die Anfänge des Quantencomputers 1997 mit ungefähr 2 Qubits. Ging hier weiter und der letzte Wert, glaube ich, soweit es ging veröffentlicht wurde und den ich gefunden habe, oder den die Wissenschaftler hier in ihrem Paper gefunden haben, war 2019, da hatten sie schon 128 Qubits. Ha, wir sind noch eine Weile sicher. Vielleicht 4 Jahre. Bei RSA wiederum habe ich ja gesagt, wenn irgendjemand eine super tolle, einfache Idee hat, diese Faktoren zu zerlegen, ist RSA dahin. Also vielleicht hilft auch einfach eine unglaublich geniale Idee. Gibt noch 4 weitere Angriffsszenarien. Das sind jetzt nur mal 4 Beispiele, die ich ausgewählt habe. Für mich ist es halt wirklich schwer einzuschätzen, wann wird denn ein Algorithmus gebrochen? Wann steht denn nicht mehr zur Verfügung? Gestern hat man auch, dass jetzt statt RSA eher zu den Elliptic Curves übergegangen wird, weil die Berechnung da viel, viel schwieriger sein sollte oder ist, viel speicheraufwendiger, viel, viel aufwendiger, halt in Ressourcen fressend, um das zu knacken. Vielleicht hilft da auch eine coole Idee, um das zu knacken, ich weiß es nicht. Oder ein Quantencomputer, der es auch schneller lösen kann. Die eingeleitet habe ich ja mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Speziell geht es bei mir um eine Nachrichtenübertragung allgemein, auch bei mobilen Messengern. Und wenn ich zum Beispiel, egal welchen mobilen Messenger ich aufmache, die meisten schreiben schon davor, hey, das ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ich kann mich relativ sicher fühlen, dass die Nachrichten, die ich jetzt hier absende, keiner mitlesen kann. Und das als Beispiel hier mal WhatsApp. Dass dieser Chat, der hier passiert, halt verschlüsselt ist, hey super, und die Nachrichten kann kein Dritter lesen, auch WhatsApp nicht, hey, klingt doch gut, ne? Was ich mich frage, das ist ja schön und gut, woher kommt denn der initiale Schlüssel, den beide Partner auf ihrem Telefon halt separat von sich sehen? Wahrscheinlich durch Diffie-Hellman? Ja, okay, super. Vielleicht ist aber dieser Zufallsgenerator, der dort verwendet wurde, wer sagte mir, dass er nach dem NIST-Standard wirklich sicher ist, um diese 2 Schlüssel zu generieren? Vielleicht
gibt es ja nur eine 5, 6, 7 Schlüssel, die bei WhatsApp verwendet werden, um das dann zu übertragen oder die Nachrichten zu übertragen. Komisch finde ich auch, dass auf den ganzen Backup-Servern die Nachrichten unverschlüsselt liegen. Verstehe ich nicht, wie das gehen kann, aber ist wohl irgendwie möglich. Machen Sie jetzt, dass das Backup zum Glück auch wieder verschlüsselt werden soll, hat jetzt WhatsApp angekündigt. Und nicht nur ich frage mich das, wie die Messenger wirklich, ob die sicher sind oder nicht sicher sind, fragen sich auch andere. Und da habe ich hier diese nette Webseite gefunden, wo mal alle hauptsächlich genutzten oder wesentlich genutzten Messenger verglichen werden. Und ja, es fängt halt schon in der ersten Spalte an, dass zum Beispiel viele dieser Messenger-Systeme mit Geheimdiensten zusammenarbeiten. Und man kann sich auch diese Algorithmen nochmal angucken, die verwendet werden, zum Beispiel bei WhatsApp. Eigentlich sind die Verschlüsselungsalgorithmen relativ sicher, die verwendet werden. Also einfach kann die wahrscheinlich niemand so recht knacken. Elliptic-Curve-Algorithmus, AES-256. Okay, super. Ich frage mich trotzdem, wo die Keys herkommen. Steht zwar hier da das WhatsApp verspricht, die sind wirklich auch geheim. Komisch, dass das Backup dann halt da liegt. Gut. Kann sich jeder, der Link ist mit in den Folien drin, kann sich jeder mal, wenn er mag, halt in Ruhe angucken und sich vor sich seine Schlüsse halt ziehen, was er denkt, ob das okay ist oder nicht. Oder ob er sich damit arrangieren kann. Vertrauen. Ich wollte eigentlich den Vortrag mal was eine kleinere, nettere Alternative zeigen. Das heißt, was wäre denn, wenn ich ein kleines Gerät hätte, wo die Schlüssel wirklich aus meiner Hand kommen, so wie ähnlich wie bei PGP? Wenn ich die Verschlüsselung auf wirklich einem kleinen Gerät habe, wo keiner so recht dran kann, was auch standardmäßig zertifiziert, genormt oder sicherheitstechnisch überprüft, dass vielleicht so ein EAL-Zertifikat, ich kann jetzt auch nachgucken, was EAL bedeutet, das sind so Evaluation Assurance Levels, und EAL6 bedeutet, dass es halt semi-formal verifiziert und getestet wurde bezüglich der Sicherheitsprinzipien, die man dort auch dann definieren muss. Also praktisch ein Verschlüsselungssystem, was designt, entwickelt wurde, wo man auch mit Maskenabtragung etc. nur sehr schwer in diese Bereiche kommt, wo die eigentlichen Schlüssel zum Beispiel drin stehen. Und was auch noch gut wäre, wenn ich den Verschlüsselungsalgorithmus relativ selbst verwenden oder bestimmen kann. Diesen dritten Punkt, da habe ich ein bisschen in Klammern gesetzt. Ich denke, dass viele Informatiker, viele gute Mathematiker da in der Lage sind, den Algorithmus selbst bestimmen und auch den anderen Menschen helfen können, die das nicht können. Aber es ist nicht ganz so einfach wie halt die anderen zwei Punkte. Und das kann man mit, meines Erachtens ganz gut, mit solchen Karten machen, die jeder von euch im Portemonnaie hat wahrscheinlich. So eine Geldkarte, da ist ein richtiger Sicherheitschip drin oder halt irgendwelche Zutrittskarten, die ihr wahrscheinlich kennt und als Oberbegriff mal hier so eine RFID-Schnittstelle ist. Nichts weiter, als wenn man die Karte mal aufreißen würde, würde man so eine kleine Antenne drin sehen und auch einen Chip drin, dem man dann halt Programme beibringen kann, die man braucht. Die Idee ist als Patent angemeldet und mal schauen, ob das durchkommt oder nicht. Es ist halt noch pending. Das heißt, wenn Bob und Alice sich Nachrichten austauschen, wird die Nachricht Alice so nie verlassen. Die wird auf so eine RFID-Karte geschickt, dort mit dem entsprechenden Schlüssel verschlüsselt und geht dann zu Bob rüber. Und Bob kann mit seiner RFID-Karte die Nachricht entschlüsseln und sehen. Und wenn er dann wieder die Rückantwort machen möchte, genau das Gleiche.
Und ich habe, glaube ich, in der Beschreibung dieses Talks noch einen kleinen Clou euch mitgebracht, weil das hat mir auch noch nicht gereicht. Ich wollte noch ein bisschen mehr. Und habe mich mit dem One-Time-Pad beschäftigt. Jetzt springe ich hier mal ein bisschen drüber, kann sich jeder noch im Nachhinein durchlesen. Das heißt, eigentlich ist es so, dass die Schlüssel während der Kommunikation auch noch sich verändern. Und es wird verdammt irre schwer, das hat Shannon bewiesen, die Entropie ist gleich verteilt am Ende, wenn sich zu jeder Nachricht ein neuer Schlüssel befindet. Ja? Das heißt, wie soll ich denn dann noch irgendwie anhand einer Eherkennung oder nach irgendeinem gescheiten Algorithmus dort ein Muster finden? Das ganze System wäre dann so sicher wie Präsidententelefone. Ja, das Präsidententelefon sah übrigens gar nicht so aus, kann man dort nachlesen. Das heißt, Bob und Alice tauschen Nachrichten aus, verwenden aber jedes Mal zum Verschlüsseln, Entschlüsseln natürlich den gleichen Key 1 in dem Fall, und nachdem eine Nachricht übertragen wurde, wird der Key iteriert und es wird ein Key 2 verwendet für die nächste Nachricht, die übertragen wird. Damit ihr mir das glaubt oder nicht glaubt oder so, ich habe das Ganze, wir sind schon ein bisschen weiter damit gekommen, das sogar als Demo mal mitgebracht. So eine kleine App, die mit im Hintergrund auf dem Handy laufen kann. Auf dem Telefon ebenso. So eine Secure Chat hat man mir genannt. Und hier zwei separate Karten. Ja? Zunächst, ganz am Anfang, der allererste Schritt ist, ich muss beide Karten zusammenbringen und entsprechend die Schlüssel draufladen. Nacheinander, wie auch immer. Damit auf diesen zwei Karten identische Schlüssel sind. Dann können diese zwei Leute, die diese Karten benutzen wollen, sich trennen und getrennte Wege gehen, auf über die ganze Welt verteilt. Okay? Einer die Karte, der andere die Karte. Wenn ich jetzt eine Nachricht schreiben will, sage ich, hallo? Machen wir mal Hallo Bob. Verschlüssel ich die. Steht dann da, put your crypto card. Und diese Nachricht ist jetzt in der Zwischenablage, die kann ich hier reinschmeißen. Und an das andere Telefon übertragen, dort kommst du gerade an. Die 5.9, boah, das ist der Kauderwelsch, den ich in der Präsentation die ganze Zeit hatte, kann ich wieder in diesen Speicher reinkopieren, in die Zwischenablage und die andere Karte drunter halten. Und hier steht oben die entschlüsselte Nachricht, diese Zahlenkombination war Hallo Bob. Was ihr im Video vielleicht sehen könnt, wenn ihr es euch nochmal anschaut, jetzt hat sich dieser Key-Index von 7 auf 8 hochgezählt. Das heißt, ich kann jetzt diese Nachricht noch relativ lange gut und entschlüsseln. Sobald ich die nächste Nachricht verschlüssle, zählt der Key-Index sich hoch auf die 9. Alle anderen Keys, die ich vorher verbraucht habe, sind auch weg. Das heißt, ich komme auch nie wieder an die anderen Nachrichten ran. Das heißt, die sind praktisch sowas wie selbstzerstörend. Ne? Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Ich habe, wenn ihr wollt, wer mag, wer es ausprobieren will, mal so drei Partnerkarten da. Und die Apps kann ich euch auch mal zuschicken. Da könnt ihr es zu Hause mal ausprobieren, wenn ihr Spaß dran habt. Könnt ihr euch dann gerne mitnehmen. Und ich danke euch. Warte, jetzt muss man es hören. So vielleicht. Ich danke euch. Ich danke den Datenspuren. Ich danke für die tolle, wunderbare Organisation hier. Und bitte vergesst nicht, dass ihr euer wertvolles Leben genießt.